Herzlich willkommen hier im Oyakata zum Tag der offenen Tür in der größten Kampfsportakademie Deutschlands. Ich habe hier eine ganz, ganz wichtige Person vor mir stehen. Und zwar ist er neben dem Attila nicht nur mitverantwortlich für alles, was hier passiert, sondern ist hier auch ein wahnsinnig heiß begehrter Trainer. Aber ich überlasse dir das Wort und erzähle einfach von dir. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Vincent Ludwig. Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet und selber Mitglied beim Oyakata, seitdem ich 19 Jahre alt bin. Also jetzt fast 10 Jahre eigentlich. Bin hier der Kickbox-Trainer für die Kids und natürlich auch sozusagen das Mädchen für alles und habe jetzt neben dem Attila seit dem 1.9. die Geschäftsführung übernommen. Wow, okay. Fangen wir damit an. Wann hast du bei Oyakata angefangen zu trainieren? Also ich habe mit 8 Jahren angefangen beim Boxclub Ingolstadt und bin dann mit 19 Jahren, das weiß ich eigentlich noch genau, das war im Herbst, zum Attila ins Studio gekommen. Da war er zufällig auch da, hat mich im Empfang begrüßt und ja, seitdem bin ich Mitglied beim Oyakata. Also ich würde sagen, echt, entweder es hat sich schon gejährt, das 10-Jährige, oder es dürfte sich jetzt dann demnächst jähren. Ich müsste auf meinen eigenen Mitgliedsvertrag nochmal nachschauen, der liegt noch zu Hause irgendwo rum. Okay, es ist ja eigentlich bekannt, dass Kickbox deine absolute Leidenschaft ist, aber erzähl uns doch mal, wieso ausgerechnet Kickbox? Ja, also wie gesagt, ich habe mit 8 mit Boxen angefangen, habe dann bis 19 das auch mit Wettkämpfen betrieben, habe mich dann an der Schulter verletzt und habe dann ein Jahr Pause gemacht, aber mich hat es dann irgendwie nochmal gepackt. Und dann habe ich mir gedacht, Boxen gut mit einer verletzten Schulter, da hat man nur die beiden Hände, versuch's doch mal mit Kickboxen. Und ja, und dann bin ich eben zum Attila gekommen, ins Oyakata und habe dann da unter dem Bayram Nesrai damals noch mit K1 angefangen. Und dann auch ja, so ein halbes Jahr später dann auch meinen ersten Profikampf gemacht und in Nürnberg im Löwensaal, das weiß ich noch. Und seitdem läuft's gut, mal schlecht, mal gut, mal sehr gut und dann mal ganz schlecht. So wie das halt im Sport einfach ist. Sehr schön. Also du bist nicht nur hier mit Geschäftsleitung und Trainer, sondern du bist auch selber auf Meisterschaften. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie würdest du die Leute dazu begeistern, hier bei euch in eurer Kampfsportakademie zu trainieren? Denn was auch bekannt ist, ist, dass es hier wirklich nicht nur um Kampfsport geht, man kommt und trainiert, sondern es ist hier wirklich sehr familiär und einfach meiner Meinung nach sehr schön. Aber erklärst du doch nochmal. Ja, also den Hauptgrund hast du meiner Meinung nach schon gesagt, das ist einfach die familiäre Atmosphäre. Nicht nur die familiäre Atmosphäre, die das Oyakata komplett an sich ausstrahlt, sondern die hauptsächliche Atmosphäre, die in den einzelnen Abteilungen herrscht. Das sind wirklich Freunde, das sind Bekannte und das ist ein Trainer und das ist einfach eine zusammengewachsene Gemeinschaft, die aber auch dahingehend einfach sich immer weiterhin verstärken kann und wird, dass immer die davon lebt, neue Charaktere, neue Persönlichkeiten in die Gruppen mit hinein zu nehmen und da wird jeder herzlich empfangen und das ist einfach das meiner Meinung nach, was das Oyakata ausmacht. Also so ab dem ersten Training ist man einfach Teil von dieser Oyakata-Familie und das ist einfach das, was mich von Anfang an einfach am Herz berührt hat und wir können auf jeden zählen, man sieht es auch heute wieder beim Tag der offenen Tür, wenn man einfach die Leute fragt, hey, habt ihr Zeit, 2 Stunden irgendwie ein bisschen bei der Kuchenausgabe zu helfen, habt ihr Zeit, ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Leute rum umzuführen, da hat, dann muss ich nicht zweimal fragen, sondern da waren dann einfach mal 10, 12 Leute sofort da gestanden und unterstützen da einen. Und das ist das, was das Oyakata ausmacht. Was macht es noch aus? Durch den Umzug haben wir eine ganz neue Infrastruktur. Wir haben ein riesiges Fitnessstudio dabei, wir haben 4 Räume. Wir können sowohl für die Anfänger als auch für die Fortgeschrittenen bis hin zu den Leistungssportlern alles abdecken. Und dementsprechend glaube ich, ist es das Oyakata sowohl für Leistungssportler als auch für den Anfänger genau die richtige Adresse. Und bei Kindern, jeder, der uns kennt, weiß, dass Kinder uns enorm viel bedeuten. Kinder sind unsere Zukunft und dementsprechend wissen wir einfach, wie wir da mit Kindern arbeiten müssen. Viele von unseren Trainern haben einen pädagogischen Background, ich selber auch, habe auch Pädagogik studiert. Und dementsprechend ist das einfach uns das Wichtigste, dass die Kinder gut aufgehoben sind, dass hier der Spaß nicht zu kurz kommt und dass sie zusätzlich noch ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln, damit sie gefestigt werden für die wahre Welt da draußen. Als frisch gebackener Papa ist das ja dann auch nochmal was ganz anderes und natürlich ist da die Empfehlung sehr groß, dass die Kinder, sein Sohn auch mal hier trainieren wird. Auf jeden Fall vielen Dank.